Jo, meine Damen und Herren, und wir sind wieder da. Es geht weiter mit der Road to Glory im Sinne des guten alten Menschermoos. Ich habe mir überlegt, wir werden es in Zukunft so machen. Jetzt, ich werde immer einen Tag Road to Glory machen, dann einen Tag Managermoos. Das heißt, die Videos werden immer abwechselnd kommen, damit die jetzt ein bisschen Struktur reinkriegen, langsam hier in diese ganzen Videos. Ich habe die bis jetzt nur sinnlos rausgehauen. Das heißt sinnlos. Und hier, ganz wichtig, Übernahme von Fleetwood Town abgeschlossen. Dank einem steinreichen Besitzer. Ich habe mir bei diesem EA-Katalog so ein Dings geholt, so ein Investor kommt und versorgt ihren Verein mit Geld. Und ich dachte mir, ich krieg jetzt 3 Millionen, vielleicht höchstens so, ich krieg 40 Millionen. Was ist denn da bitte los? Und ich werde die aber nicht in Spieler benutzen, sondern gehe dann zielstrebig zu den Scouts. Ich habe mir überlegt, dann, ja, es bringt nichts. Ich will dir jetzt keinen Spieler kaufen, ist ja unrealistisch, weil ich könnte mit dem Geld wirklich, was weiß ich, einen Falcao irgendwie vorne reinpacken. Und das wäre so unrealistisch, deswegen machen wir das nicht. Aber auf der anderen Hand können wir das Geld jetzt auch nicht mehr wegzaubern. Also finde ich das ein ganz cooles Feature, das auch mal zu testen, wieso der Manager-Modus insgesamt ist, Manager-Modus, Talent-Scout und das Talent-Suchen im Manager-Modus so insgesamt ist, ist auch mal ein ganz schöner Weg, das auszutesten. Und ich entscheide mich dann am Ende für Varela erstmal. Und dann haben wir auch unsere 3 Scouts beisammen. Plötzlich kann ich nicht mehr zählen. Und gehen dann noch weiter und warten, bis die einsatzbereit sind und die Leute losschicken können. Den Rest des Geldes tun wir irgendwie in einer Episode, das seht ihr dann auch noch, alles auf das Gehaltsbudget und haben dann nur noch die 1 Million, die wir ja auch am Anfang hatten, die wir uns ja gespart hatten für den guten Ortola und Ivan. Und hier motivieren wir, glaube ich, unsere Männer nochmal und dann gehen wir auch rein und schicken die Scouts in ihre City, von wo sie kommen. Es ist ja immer vorteilhaft, weil die dann besser scouten, die da immer hinzuschicken, von wo die sind. Das heißt, einer geht in die USA, einer nach Kolumbien, einer nach Mexiko und sollte eigentlich ganz interessant werden, um zu sehen, ob wir da wirklich vielleicht 1-2 Hammer-Talente angeln können. Ist insgesamt eine ganz coole Sache. 300.000 kostet es, den einzelnen McDonald da wegzuschicken. Wollen wir ihn erst nach Europa schicken, dann sagen wir uns nein, wir tun ihn lieber doch nach hier da wo er herkommt, nach Amerika. Und das kostet dann deutlich weniger, nur 120.000. Und schicken den dann los. Das gleiche gilt für Roque Alvarez, den schicken wir aber erstmal nach Deutschland, zwar ein Fehler von mir, den rufen wir dann aber auch dann gleich danach zurück und schicken den dann nach, wieso kostet es bei dem eigentlich weniger? Beim anderen hat es 300.000, beim anderen 285.000, naja. Den schicken wir aber nach Mexiko, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir den nach Mexiko schicken. Ich habe mir überlegt, den nach Marokko zu schicken, aber am Ende nicht. Und dann schicken wir ihn letztendlich dann doch. Hier sehen wir Kolumbien, oh Gott, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich wollte da Kolumbien, habe ich gesehen und dachte ich mir, ne, im Ernst, wieso habe ich den jetzt nach Deutschland geschickt und den nehmen wir dann auch gleich zurück und schicken den dann nach Kolumbien, wir sehen hier, ich gehe jetzt glaube ich drauf und Scout zurückrufen und dann kommt der zurück zu uns und deshalb, das müssen wir nochmal kurz warten, bevor wir den dann wieder zuteilen können, nach Kolumbien, wir sehen hier jetzt, ist McDonald's losgegangen. Also sind jetzt alle bereit. Auch wir können wir jetzt wieder den guten Alvarez losschicken nach Kolumbien. Das tun wir jetzt, glaube ich, auch. Genau. Der ist immer noch unterwegs. Okay. Das war nur, dass die anderen 2 Scouts, die Dings eingerichtet haben, ihre Scouting-Systeme teile. Und wir sehen rechts in der Tabelle, wir haben ein Spiel weniger und sind punktgleich mit Northampton. Das wird nochmal ein ganz geiles Rennen. Voraussichtlich, und jetzt schicken wir den Typ aber dann auch noch letztendlich nach Kolumbien. Und wir spielen gegen Morecambe, 21. in der Tabelle im ersten Spiel. Das sollte eigentlich ein lockerer Sieg werden, aber immer wenn man das denkt, wird es vielleicht auch dann eine richtige Zitterpartie. Und dann schicken wir den auch los für 285.000. Geht der Bursche nach Kolumbien. Und danach spielen wir gegen, ich weiß nicht wer das ist, aber gegen den 19. Und das sollte auch ein relativ weites Spiel werden. Also diese Episode sollte eigentlich relaxed werden. Hier sehen wir nochmal kurz die Ausstellung, weil ich die danach weggeklickt habe. Also seht ihr die jetzt kurz hier. Und dann geht's auch gleich los. 2. Minute. Wir wollten natürlich das Tempo hier setzen. Wir sind ganz klar Tabellen für Anführer und müssen hier zeigen, dass wir hier auch die Punkte mitnehmen sollen. Und es ist Hasselbank, der erstmal anfängt. Donnert das Teil ins kurze Eck. Der Keeper reagiert blitzartig. Denn hey, macht die Flanke und die kommt genau auf die Stirn von Dumic. Dumic sagt danke und netzt das Ding ins lange Eck ein. Der Riese
kann auch mal bei Ecken treffen. Der ist ja so der gefährlichste Mann, den wir da vorne haben. Mit Wine könnte da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Gefahr reinkommen. 7 Minuten dann immer noch nicht. Wir haben hier immer noch nicht viel gespielt. Und was macht Jankowski da bitte? Super durchgedrückt von Hasselbank. Aber dann köpft Jankowski den Ball übers leere Tor hinweg. Und wir sind noch nicht mal an der 10. Minute vorbei. Und da hämmert Jankowski das Teil schon wieder an den Pfosten. Nicht mal 10 Minuten gespielt und wir könnten hier schon locker mit 3:0 führen. Was ist denn hier los? Und wir setzten nach, denn hey, kommt über rechts, zieht da zurück und will dann da diesen angedrehten Schuss reinbringen. Am Ende wird der Ball dann jedoch weggeklärt unter einigen Umständen. Und wir mussten aber hinten aufpassen, weil wir hatten jetzt so viele Chancen und da müssten wir den Ball eigentlich wegkriegen. Aber was macht Ortola da? Das hätte auch viel schlimmer ausgehen können. Lässt sich den Ball aus der Hände köpfen. Dann sind wir auch schon in der 90. Schwuppsdiwupps, so schnell geht das. Spiel aus, wir gewinnen durch ein frühes Tor. Das Spiel, wir hätten am Anfang die Chance, hätten da locker 1, 2, 3 Tore machen können. Nutzen diese aber nicht und gewinnen nur mit einer Anführungsstrichen. Also wir hätten auch viel höher gewinnen können. Mit 1-0. Und hier haben wir Fernando und Oxlade-Chamberlain mal gefragt, wie viel die so kosten würden. Das habe ich nur gemacht, um zu sehen. Ich meine, guck mal, wir könnten uns eine Oxlade-Chamberlain mit diesen 40 Millionen holen. Na klar, werde ich jetzt nicht machen. Super Pogba, 6,5, 13,5 für John Ola und 15,5 für El Shaarawy. Also insgesamt ganz teure Spiele, aber die werden uns natürlich nicht holen. Und wenn wir uns die dann irgendwann leisten können, dann sind die auch bestimmt schon um die 30 oder irgend sowas. Und dann geht es aber auch gleich weiter gegen den 19. oder 20. Wer war es? Keine Ahnung. Es sind die... Wir sind auf jeden Fall immer noch punktgleich mit einem Spiel weniger. Die patzen wirklich nicht. Und Southend United pirscht sich da auch langsam ran. Haben nur 5 Punkte Rückstand auf uns. Burton Albion heißen die guten Jungs. Und die haben Jay Phillips mit 6 Toren nur auf der Bank. Interessante Strategie unseres Gegners. Kommen in einem 4-4-2 Standard. Keine Überraschung. Aber wir wollen jetzt endlich mal an den Burschen aus Northampton uns endlich von denen absetzen. Wir schaffen es ja einfach nicht. Hasselbank ist auch schon bei 6 Toren, aber man muss sich mal überlegen. Ich glaube, wir hatten zwar weniger Spiele in der zweiten, also nach der Winterpause, als wir davor hatten, aber Quickly hatte zum Ende der Hinrunde hatte der 30 Tore, mehr als 30 Tore im Pokal und so. Auf jeden Fall interessant. Aber dieses Spiel beginnt auch gleich frisch und knackig. In der 12. Minute ist es Hasselbank, der hier ein bisschen Skills macht. Kommt euch durch, legt den Ball einfach auf Jankowski. Jankowski zieht zur Linie durch, fake zurück, hat da so viel Zeit und Platz und macht den dann rein, wie halt ein eiskalter Stürmer es machen muss. Wir haben den, wie gesagt, für 825.000 gekauft. Das heißt, der ist momentan 1,3 Millionen wert. Das ist so die Nummer 1 Wahl für einen Abgang, weil ich mir dafür wirklich, macht einfach keinen Spaß, finde ich, meiner Meinung nach, mit dem zu spielen, auch wenn er Tore macht. Mir macht es keinen Spaß, mir ist, als ob der viel zu unbeweglich ist und gar keine Ballkontrolle hat. Hier aber ein sehr schöner Pass durch auf Leal. Leal ist durch und der macht den wirklich Hammer rein. Wir führen vor der Halbzeit mit gottverdammten 3 Toren. Ist das geil. Wir zeigen unsere Dominanz und zeigen unsere Aufstiegsambition. Aber wie gesagt, Jankowski wird wahrscheinlich gehen, aber sonst will ich eigentlich keine Transfers tätigen. Wir wollen dieses Mal wirklich das Team gleich behalten, nicht so viele starke Spieler abgeben wie ein Quickly oder ein Raiko. Aber hier patzt Ortola und dann kann der Ball nicht reingehen. Ich meine, was ist denn da los? Und dann wieder Ortola und dieses Mal ist es Dumic, der hier den Fehler macht. Und dieses Mal ist es Key, der durch ist. Diesmal legt der schlau rüber auf Richards und Richards sagt danke vor der Halbzeit nochmal. Dieser kleine Wegaufruf von Richards und der kam dann auch an. Wir sind direkt wieder in der zweiten Halbzeit und der ist Bell plötzlich richtig frei, legt nochmal rüber auf Markoma, Bell, drin ist das Ding. Wie gesagt, wurde das Spiel jetzt hier nochmal richtig hitzig, aber links ist dann Azuguer völlig frei, völlig verlassen und der donnert einfach mal drauf und macht das perfekt. In der 65. können wir uns wieder in 2 Tore Vorsprung erarbeiten. Und weil, wie gesagt, will ich keine wichtigen Spieler verkaufen, nur Jankowski und dafür einen frischen holen. Ich hoffe auf mehr als 1 Million Transferbudget in der Saison. Und dann ist er noch in der 19. Minute. Parken war eingewechselt, kommt hier nochmal über die Flügel. Hat dann eine gute Idee, er macht die nicht richtig. Hasselbank kommt dann nicht mehr zum Abschluss. Und dann ist es McNulty, der den Ball nochmal annimmt und drauf donnert, aber der Ball bleibt da irgendwie hängen. Und somit geht das Spiel dann auch aus. Wir gewinnen sehr schön mit 2-4, was ich sehr toll finde. Und dann sind wir auch gleich in der nächsten Partie. Wir sind immer noch punktgleich mit einem Spiel weniger. Und Southend United patzt auch nicht auf dem 3. Rang. Das wird ein wirklicher Kampf da oben. Die 3, auf die wir jetzt ankommen. Wir kommen wieder im 4-3-3. Hasselbank mit 7 Toren. Unserer Star-Torschütze Maguire, Marwene rücken in die Startaufstellung wegen Müdigkeitsproblemen.
ein Ryan und ein Azog sind einfach müde und deswegen können die nicht spielen. Chippendale mit 5 Toren, der beste Mann. Bei den Jungs aus Accrington, die glaube ich relativ weit unten stehen in der Tabelle. Die können aber auch interessant in einem 4-2-3-1, also auch offensiver, schön zu sehen, dass mal was anders benutzt wird. Und Accrington kommt auch sehr frosch ran. In der 9. Minute die erste Flanke. Ortola mit dem schlechten Abwurf, der steht da am Abseits. Nein, steht er nicht und dann sagt er Danke. Da hinten hat, glaube ich, einer, ich glaube, es war Dumic, das Abseits aufgehoben. Auf jeden Fall sind wir dann in der 12. Minute direkt nach dem Wiederanstoß. Chippendale ist links, hat er so viel Platz. Ivan kommt nicht mehr hin, lässt sich austricksen. Armin kommt nicht an den Ball. Chippendale gewinnt den Duell wieder gegen Ivan, legt dann wieder auf Armin durch. Der dreht sich einmal, macht den Doppelpass. Drin ist das Ding. Super rausgespielt von Accrington. Muss man den geben. Und sie waren weiterhin hier. Hätte er schneller schalten müssen, tut er aber nicht. Dumisch gewinnt im Mittelfeld den Ball, hat das Auge für Hasselbank. Der kriegt noch den Fuß rein, zieht zurück und den muss er machen. Und den macht er auch. Keine Frage, 28. Minute, der Anschluss wiederhergestellt nach einer super Vorarbeit von Dumic, der sich mal getraut hat, mit vorzukommen. Und dann wieder Accrington, die wollten ihn einfach nicht locker lassen. Ganz dumme Aktion von Wine, kann er den Ball erst nicht kontrollieren und dreht dann da völlig unkontrolliert rein. Und somit ist es dann auch die Riesenmöglichkeit, wieder den Vorsprung auf 2 Tore zu gewinnen. Und Armand sagt Danke und macht seinen Hattrick perfekt in einer Halbzeit. 3 Tore, was ein Ding. Aber wir waren weiter durstig. Jankowski, wir wollten einfach hier uns nicht so geschlagen geben. Jankowski donnert mal drauf und wie der reingeht, weiß nur Jankowski und Gott selbst. Donnert das Teil ins kurze Eck. Keeper ist da, sieht da richtig schlecht aus und wir sind wieder dran und wieder wollen wir hier versuchen, uns an die Jungs aus Accrington ranzupirschen. Aber die hatten andere Pläne. Armand spielt auf Carver den Doppelpass. Ball bleibt hängen und jetzt ist es Wine. Der ist doch schnell, der kann nochmal mit nach vorne kommen. Der lässt hier seine eigenen Männer stehen. Geht einfach mal an allen vorbei. Und dann hat er das perfekte Auge für Jankowski. Und Jankowski mit dem traumhaften Abschluss. Was eine Vorarbeit für Wine. Und was ein Abschluss von Jankowski. In der 44. Minute können wir vor der Halbzeit den Ausgleich erzielen. Was ein Hammerspiel wir heute haben. Und wir sind auch schon in der 47. Minute. Wieder ist es. Wieder sind es die Jungs aus Accrington, die wieder sehr viel Platz haben vorne. Armand in der Mitte ist er ganz frei. Und da sieht Ortola sehr schlecht aus. Wenn er rauskommt, muss er dann da auch hinspringen. Aber er bleibt nur stehen und somit wird das Ding dann auch eiskalt eingenetzt. Und jetzt sind wir schon in der 88. Minute. Die kommen wieder mit einem Konter. Wir konnten einfach nicht mehr richten. Konnten wir vielleicht nochmal. Was ist Wettmachen? Titchener war eingewechselt, spielt auf Hasselbank. Hasselbank kann sich an die Seite durchsetzen. Vielleicht nochmal. Dieser letzte Abschluss zieht zurück. Hasselbank, das wär's doch. Und er macht's. Unglaubliches Spiel in der 90. Minute. Schaffen wir es im Ernst hier, ein 4-4 nochmal rauszuquetschen. Und damit war ich total zufrieden. Jankowski nochmal raus, Parkin rein, einfach nochmal durchwechseln. Und hier ein bisschen Ruhe reinbringen links. Fauler für den müden Hasselbank. Aber ich glaube, die Wechsel wurden gar nicht mehr stattfinden. Doch, die finden sogar noch statt. Genau nach der Einwechslung haben sie nachher, glaube ich, auch noch abgepfiffen direkt. Das heißt, die hatten nicht mal einen Ballkontakt. Aber insgesamt ein Hammerspiel, das am Ende verdient mit 4-4 und ohne Gewinner ausgeht. Schade, dass wir hier Punkte haben liegen lassen vor eigenen Fans. Aber muss man auch mal machen, wir können nicht jedes Spiel gewinnen und auf jeden Fall sollte es weiterhin, hält es die Liga spannend und wird ja ganz interessant zu sehen, wie Northampton, Southend und Co. gespielt haben. Die kommen auch nochmal mit einer Flanke, wir hätten hier vielleicht nochmal einen Konter fahren können, aber insgesamt bringt das dann alles nichts. Wenn die Jury pfeift ab und wenn ihr sieht man gar nicht die Tabelle, wir speichern hier natürlich erstmal schnell den Stand. Wenn ihr rechts guckt, sind wir immer noch punktgleich und Southend United hat sich auch rangepirscht mit 3 Punkten Rückstand. Und dann geht es aber auch in der nächsten Episode weiter. Aber das nächste Video wird ja dann wieder mal Road to Glory sein. Wir sehen uns. Bis dann. Hab euch lieb. Ciao.